Hey zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich bin Annika, beziehungsweise das ist schon mal hier eine Hand von mir. Viel mehr werdet ihr von mir heute auch nicht zu sehen bekommen. Ich mache gerade mein Volontariat hier im Museum und zeige euch heute, wie ihr ganz einfach aus Papier, Klebstoff und ein bisschen Klarlack solche Perlen, die hier liegen, herstellen könnt und euch danach vielleicht sogar, wenn ihr ein paar mehr gemacht habt, sogar hier so eine Kette basteln könnt. Auch im ersten Jahrtausend waren Perlen als Schmuck sehr beliebt. Die Menschen trugen da aber vornehmlich Glasperlen. Das Problem bei Glas ist halt, um es herzustellen, braucht man sehr, sehr hohe Temperaturen. Wie ihr vielleicht schon in unserem anderen Video gesehen habt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben gleich nochmal. Daher zeige ich euch heute halt die etwas einfachere Methode mit Papier, die ihr auch ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. So, was braucht ihr jetzt zum Basteln? Als erstes wäre eine schnittfeste Unterlage ganz hilfreich. Da gibt es zum einen, wenn ihr super zu Hause ausgerüstet sein solltet, so grüne Schneidematten. Ihr könnt aber auch eine dicke Pappe nehmen oder wie ich hier ein Holzbrett. Hauptsache, der Tisch darunter wird halt nicht total zerkratzt, wenn wir nämlich gleich mit dem Cutter ein bisschen was schneiden. Wir machen Papierperlen, also Grundlage ist Papier. Ihr könnt zum Beispiel so fertiges buntes Papier nehmen, in euren Lieblingsfarben zum Beispiel. Ihr könnt euch aber selbst was bemalen, ne? Könnt euch auch wieder die Farben aussuchen, die ihr mögt. Dafür wären dann natürlich noch Tuschkasten und irgendwie Pinsel sinnvoll, um das Ganze zu bemalen. Wenn ihr keine Lust habt, extra selbst was zu bemalen, trotzdem aber buntes Papier nehmen möchtet, könnt ihr tatsächlich auch so Werbeprospekte aus der Zeitung nehmen. Wenn man die gleich zerschneidet, zeige ich euch gleich. Dann sieht man auch nicht mehr, was das für Produkte mal waren, sondern hat einfach schöne bunte Grundlage für die Papierperlen. So, beim Basteln darf natürlich auch ein Bleistift nicht fehlen. Dann braucht ihr noch ein relativ langes Lineal. Wäre super, wenn ihr eins aus Metall hättet. Holz oder Plastik geht aber auch. Ich habe jetzt hier auch nur eins aus Plastik. Da kann es allerdings sein, ne? Wir brauchen auch noch einen Cutter. Da leidet im Zweifel das Plastik ein bisschen drunter, aber geht halt auch. Dann braucht ihr noch flüssigen Klebstoff und noch ein paar Schaschlikspieße dazu. Und als letztes braucht ihr noch Klarlack. Da gibt es zwei Varianten. Ihr könnt einmal eine Art Acryllack aus dem Bastelladen nehmen. Der ist besonders gut hautverträglich. Oder wenn ihr den nicht habt, es geht tatsächlich auch so Klarlack, also Nagellack. Da muss man dann halt im Zweifel nur den etwas strengen Geruch beim Anpinseln ertragen. Und wenn dann alles fertig ist, braucht ihr irgendwie noch ein Glas oder so, wo ihr eure dann aufgespießten Perlen trocknen lassen könnt. Und am Ende natürlich noch ein Band. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel so ein Lederband nehmen oder auch ganz normales Garn. So, und jetzt können wir auch schon direkt loslegen. Wenn ihr euch für eine Papierart entschieden habt, markiert ihr euch immer an der kurzen Seite. Ne? Dafür braucht man dann Lineal und Bleistift. Abstände zwischen, ich würde sagen, 0,5 und 1,5 cm. Bei 0,5 cm werden die Perlen runder und zierlicher, die ihr dann daraus machen könnt. Das Wickeln ist aber auch ganz schön fisselig, muss ich zugeben. Bei 1,5 cm werden sie dann eher ein bisschen länglicher. Ich entscheide mich jetzt für die goldene Mitte und mache immer im Abstand von 1 cm die Markierungen. Genau, und das auf beiden Seiten. Los geht's. So, jetzt habe ich jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten die Markierung immer im Abstand von 1 cm gemacht. Jetzt kommt auch schon der Cutter zum Einsatz. Und zwar schneide ich jetzt mit dem Cutter von der oberen linken Ecke zur ersten Markierung auf der rechten Seite. So, mache ich das mal. Obere linke Ecke zur ersten Markierung auf der anderen Seite. So. Und da habe ich schon meinen ersten Papierstreifen. Das ist die Grundlage für unsere Papierperlen gleich. Jetzt schneide ich von der oberen rechten Ecke zur Markierung auf der linken Seite. Ja,
wenn es ein bisschen nicht ganz beim ersten Mal durchgeht, kann man noch mal ein bisschen nachhelfen. So, und Papierstreifen Nummer 2. Und das mache ich jetzt so lange, immer von einer Seite zur anderen und wieder von der anderen zur Seite, an der man angefangen hat, bis ich so viele Streifen habe, wie viele Perlen ich machen will oder das Papier zu Ende ist, je nachdem. Man kann tatsächlich auch, man muss jetzt nicht gleich immer nur ein Streifen pro Perle rechnen, man kann dann auch aus mehreren Streifen eine Perle machen, dann werden die noch ein bisschen größer und dicker, deshalb schneide ich jetzt noch mal ein bisschen weiter. Reicht mir jetzt auch schon erstmal. Wie gesagt, ihr könnt auch im Zweifel euer gesamtes Blatt schon mal zerschneiden, dann habt ihr ein bisschen mehr Vorrat. Genau, das war jetzt eigentlich auch schon fast die komplizierteste oder zeitaufwendigste Vorbereitung. Jetzt können wir auch schon direkt mit dem Aufwickeln unserer Perlen starten. Dafür, oder beziehungsweise jetzt, kommen dafür diese schicken Schatzschlickspieße ins Spiel. Ich zeige es euch jetzt erstmal, wie es einfach mit so einem einfachen Papierstreifen funktioniert und zeige euch dann gleich nochmal, wie es ist, wenn man ein paar mehr nimmt. Und zwar könnt ihr den Schatzschlickspieß jetzt so als Grundlage nehmen beim Rollen. Ne, ihr nehmt die breitere Seite eures Papierstreifens und legt sie um den Schatzschlickspieß und fangt dann an zu wickeln. Ja, wickel, wickel, wickel. Man kann, wenn man es einfacher findet, auch den Schatzschlickspieß dann rausnehmen und das Ganze so freihand sozusagen drehen. Immer ein bisschen Druck dabei halten, damit die Perle auch nicht wieder auseinanderfällt danach. So, wenn ihr dann ungefähr so weit gekommen seid, dass noch, naja, sagen wir mal grob 3 bis 5 cm von eurem Papierstreifen noch übrig sind, dann kommt der Kleber ins Spiel, den man natürlich clevererweise auch schon vorbereitet haben könnte. Nehmt euch am besten so einen kleinen Papierrest, den ihr nicht mehr braucht, und darauf dann macht ihr euch einfach so einen schönen Klecks Kleber. Und geht mit einem Finger in den Kleber, streicht dann dieses überstehende Ende mit dem Kleber ein und fährt dann mit dem Wickeln fort. Dadurch bekommt die Perle auch gleich mehr Stabilität. Jo, und da haben wir auch schon unsere ganz kleine, niedliche, bunte Perle. Man kann den Kleber jetzt ein bisschen antrocknen lassen, dafür auch einfach die Perle noch mal oben auf so einen Schatzschlickspieß stecken und dann kann man sein vorbereitetes Glas nehmen und die da erstmal reinstecken, um sie ein bisschen antrocknen zu lassen. In der Zeit machen wir jetzt einfach noch mal unsere etwas größere oder dickere Perle. So, die erste Perle trocknet jetzt ganz brav. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz, was passiert, wenn man mehr als einen so einen Streifen nimmt und das Ganze aufwickelt. Das sind jetzt 3, 4, 5 ist so eine ganz hübsche Zahl. Habe ich noch einen Streifen übrig, um vielleicht später noch mal eine einzelne Perle zu machen. Genau, ihr müsst einfach aufpassen, dass die breiten Enden ungefähr auf einer Höhe sind, mehr oder weniger. Und dann startet ihr auch schon wieder, nehmt einen Schatzschlickspieß und wickelt das Papier drumherum. Ja. So, ich wickle jetzt mal so freihändig wieder ein bisschen weiter. Ja, vielleicht seht ihr auch schon ein bisschen, dass das auf jeden Fall schon ein bisschen größer wird als die kleine Perle, die hier gerade noch trocknet. So, und wenn ihr wieder bei ungefähr
3 bis 5 cm Überstand angekommen seid, geht wieder der Finger in den Kleber und ihr versucht jetzt möglichst aus diesen 5 Papierstreifen und dem Kleber halbwegs einen zu machen und dann klebt ihr den Rest wieder fest. Ein bisschen vorsichtig sein mit dem Kleber. Durch die Feuchtigkeit ist das Papier ein bisschen anfälliger fürs Reißen. Genau, aber einfach ganz vorsichtig die Papierstreifen festkleben. So, und da ist auch schon unsere nächste etwas größere Perle. Kann man nochmal gucken, dass auch, dass sie halbwegs symmetrisch aussieht. Da kann man dann immer noch ein bisschen hin und her schieben auf den Seiten. Noch ist das Papier ja gut beweglich. So, dann zack, wieder auf den Schaschlikspieß und zur anderen Perle ins Glas. So. Der Kleber ist ausreichend angetrocknet, jetzt können wir auch mit dem Lackieren loslegen. Dafür einfach, ich starte jetzt mal mit dem Acryllack, Pinsel in den Acryllack und die kleine Perle damit bestreichen. Ihr müsst allerdings aufpassen, dass nicht zu viel Lack auch an das Holzstäbchen kommt, sonst klebt die Papierperle fest und ja, es wäre doch sehr schade, wenn sie beim Abziehen dann halb zerstört werden würde. Von daher, ja, ein bisschen vorsichtig mit dem Lack umgehen. Genau. Einmal eingestrichen und ab ins Glas. Jetzt habe ich hier die etwas, ne? Man sieht, größere Perle. Und die würde ich jetzt einfach mal zum Vergleich mit Nagellack, Klarlack einstreichen. Ne? Also wieder das Gleiche. Auch hier aufpassen, dass man nicht zu sehr das Stäbchen bemalt. So, da die Perle jetzt schön rutscht auf dem Stäbchen, lege ich sie einfach mal hier drauf und lasse das Ganze antrocknen. Die aufgespießten und lackierten Perlen, ne, steckt ihr oder legt sie über ein Glas. Lasst sie dann etwa 30 Minuten trocknen, dann sind beide Lackarten schon gut angetrocknet. Und damit die Perlen richtig, richtig schön glänzend werden, müsst ihr den Vorgang mit dem Lackieren allerdings noch ein paar Mal wiederholen. Das heißt, lackieren, trocken lassen, lackieren, trocken lassen, bis die Perlen halt so schön glänzen, dass sie euch gefallen. Wenn ihr dann die Phase lackieren, trocken lassen abgeschlossen habt, könnt ihr eure Perlen entweder auf so ein relativ dünnes Band, ne, zum Beispiel Negan, ziehen oder vielleicht habt ihr auch so ein dickeres, vielleicht Lederband. Da kann man zum Beispiel, ne, unsere größere Perle, die braucht vielleicht gar nicht so viele andere Perlen nebenbei, ne, kann man dann auch hier aufziehen und dann als Kette mit nur einer Perle tragen. Ich hatte vorhin ja auch gesagt, dass ihr so Werbematerialien als Grundlage für die Perlen nehmen könnt. Ich wollte euch nur noch einmal kurz eine Perle zeigen, die nämlich wirklich aus so einer Werbebeilage entstanden ist und davon sieht man, finde ich auf jeden Fall eigentlich nichts mehr. Und zum Abschluss wisst ihr ja schon, wie es läuft. Lasst uns ein Like und ein Abo da. Schaut auch mal in unsere anderen Videos rein. Bis bald, bleibt gesund. Ciao.